Hallo, mein Name ist Alexandra Anderloh. Ich heiße Sie herzlich willkommen in meinem Homeoffice, von wo aus ich Ihnen einen Einblick in unsere Forschung geben möchte. Am Department Bahntechnologie und Mobilität der Fachhochschule St. Pölten gehen wir davon aus, dass dem Verkehr eine Schlüsselrolle im Aufbau einer nachhaltigen Zukunft zukommt. Unsere Bachelor- und Masterstudiengänge vermitteln den Studierenden ein umfassendes Verständnis des Verkehrssektors sowie seiner Rolle in der Gesellschaft und helfen so, Führungskräfte auf die nachhaltige Wirtschaft von morgen vorzubereiten. Forschung ist ein entscheidender Teil unseres Department-Programms, dem sich insbesondere das Team des Karl-Ritter-von-Geger-Instituts für integrierte Mobilitätsforschung widmet. Wir verwenden einen stark interdisziplinär geprägten Ansatz in Verbindung mit einem fundierten praktischen Verständnis der Verkehrstechnologie, um Probleme der realen Welt zu lösen. Drei Beispiele aus unserer Vielzahl von Forschungsprojekten möchten wir Ihnen nun vorstellen. Das Projekt Cargo Rider befasst sich mit der Airbnb-Variante für Frachtschiffe, die auf Binnenwasserstraßen wie beispielsweise der Donau fahren. Das im Projekt erarbeitete Tool ermöglicht es Interessierten, ein Zimmer auf einem Frachtschiff für eine Übernachtung oder eine mehrtägige Reise zu buchen. Wir haben die Idee erfunden, die Plattform gebaut und eine App für Cargo Rider entwickelt. Es ist ein großartiges Beispiel dafür, wie wir fortschrittliche Informationstechnologie in den traditionellen Transport integrieren, um ein innovatives Geschäftsmodell zu schaffen. Ein weiteres Beispiel für die Verbindung von Informationstechnologie und Transport ist das Projekt Ringstraße 150. Im Rahmen dieses Projekts wurden ein Handyspiel und eine Plattform für den Informationsaustausch erstellt, die die User dazu anregen sollen, sich an der Verbesserung des Radfahrens auf der Wiener Ringstraße zu beteiligen. Neben Projekten zur aktiven Mobilität befassen wir uns in unserer Forschung auch mit den Herausforderungen einer nachhaltigen Stadtlogistik. Dazu zählt insbesondere die Integration emissionsfreier Lieferfahrzeuge, wie beispielsweise Lastenräder, in die urbane Güterlieferung. Um die Vorteile von Lastenrädern zur Reduzierung von verkehrsinduzierten Emissionen voll zur Anwendung zu bringen, sind Lager- und Konsolidierungszentren unterschiedlicher Größe im Stadtbereich eine notwendige Voraussetzung. Gerne möchten wir Ihnen mehr über all die spannende Arbeit erzählen, die wir hier an der Fachhochschule St. Pölten leisten. Wenn Sie an weiterführenden Informationen interessiert sind, nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zu sprechen oder uns mit Ihnen zu treffen. Zunächst online, aber hoffentlich bald persönlich. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Forschung und bleiben Sie gesund!